Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, ich begrüße euch zum ID Home Special. Wir sind gerade auf großer Rundreise des Petrinums und stehen, wie man unschwer sehen kann, am Petersplatz. Und auf diesem steht ein großer Obelisk hinter mir. Und jetzt ist die Frage, wie hoch ist der? Das würde mich interessieren. Was würdet ihr da schätzen? 50 bis 60 Meter. Ich schätze 23, 24 Meter. Mama, hörst du das? So 20 bis 25. 25? Was schätzen Sie? 50 Meter. 50 Meter, ja. Zwischen 40 und 50 Meter. Vielleicht sogar 60. Ich schätze 60 Meter. Ich schätze 65 Meter. Ich schätze 35 bis 40 Meter. 50 bis 60 Meter. Ja, ich war gestern Abend noch kurz im Supermarkt und habe ein super Maßband gekauft. Das ist 3 Meter lang. Das Doofe ist jetzt nur, ich bin nicht wahnsinnig gut im Klettern. Also wir müssen das irgendwie indirekt machen. Florian, kommst du vielleicht kurz her? Florian, wie groß bist du eigentlich? Okay, wollen wir schauen, ob das stimmt. Wir messen jetzt nochmal die Höhe, Körperhöhe von Florian. Jonas, kannst du das kurz erledigen vielleicht? Ja, schau mal, wie groß ist Florian. Genau in diesem Moment ist uns leider ein Fehler passiert. Wir haben das Maßband bis zu diesem Augenblick 4-mal angelegt. 4-mal 3 ist gleich 12 Meter. Das heißt, die 12-Meter-Markierung ist ungefähr dort, wo Thomas' Schuhe sind. Leider habe ich an diesem Tag offensichtlich meine Augen in der Unterkunft liegen gelassen. Ich habe nämlich vollkommen übersehen, dass der Schatten hier rechts eigentlich noch weitergeht. Auf dem Obelisken befinden sich nämlich noch ein Kreuz und das Wappen jenes Papstes, der ihn im 16. Jahrhundert aufstellen ließ. Das heißt, die 12 Meter Schattenlänge gelten nur bis zu dieser Grenze. Bevor wir starten, noch eine kurze Vorüberlegung. Nehmen wir an, auf einer Ebene stehen zwei verschiedene Dinge, eher hoch als breit. Nachher werden dies Florian und der Obelisk sein. Hier ist die Sonne und hier sind deren Strahlen durch die Spitzen, die später die Schattenlängen festlegen. In Wirklichkeit gelangen von der Sonne natürlich mehrere Strahlen durch die Spitzen, weil die Sonne am Himmel kein Punkt ist, sondern eine gewisse Ausdehnung hat. Aber das ist für diese Überlegungen hier nicht relevant. Diese beiden Strahlen sind offenbar nicht parallel. Der Winkel Alpha ist um ca. 25 Grad kleiner als der Winkel Beta. Naja, die Sonne ist hier aber auch verdammt nahe an der Erdoberfläche. Geben wir sie doch mal ein Stückchen weiter weg. Ihr seht, die Strahlen sind noch immer nicht parallel, aber die Differenz beträgt nur noch 14 Grad. Und je weiter wir die Sonne von der Erdoberfläche entfernen, oh, jetzt ist sie schon gar nicht mehr im Bild, desto mehr nähern sich die beiden Winkel einander an. Und da die Sonne unglaubliche 150 Millionen Kilometer von uns entfernt ist, dürfen wir getrost behaupten, dass die Lichtstrahlen, die auf die Erde auftreffen, so gut wie parallel zueinander sind. So, jetzt geht's aber los mit der Berechnung der Höhe des Obelisken. Ich weise darauf hin, dass die folgende Zeichnung nicht maßstabsgetreu ist. Ja, hier steht der Vatikanische Obelisk. Wir verabschieden uns aus besagten Gründen von Kreuz und Wappen. Zack! Der Strahl durch die Spitze, die Höhe kenne ich nicht, deswegen nenne ich sie X. Der Schatten war 12 Meter lang. Hier steht unser Florian. Der Lichtstrahl, seine Körperhöhe 1,56 Meter und die Schattenlänge 0,66 Meter.
Jetzt fällt euch vielleicht auf, dass wir bei Florian den Schatten bis zur Körpermitte, beim Obelisken aber nur bis zum Sockel gemessen haben. Bei diesem fehlt also noch ein kleines Stück. Ich habe es hier mit einem türkisen Pfeil gekennzeichnet. Gott sei Dank haben wir das aber nicht vergessen. Die gesuchte Länge ist ja genau die Hälfte der Länge des Sockels. 3,50 Meter durch 2 ergibt 1,75 Meter. Jetzt stelle ich einfach mal für beide Objekte, Entschuldigung Florian, das Verhältnis Höhe zu Schattenlänge auf. Also x zu 13,75 und 1,56 zu 0,66. Die Frage ist nur, was das bringt. Ich behaupte, dass diese beiden Verhältnisse gleich groß sind. Warum ist das so? Ich könnte mal diese beiden gelben Dreiecke einzeichnen. Diese Dreiecke sind zueinander ähnlich. Das heißt, sie haben die gleiche Form, sie sind halt nur unterschiedlich groß. Und in solchen Dreiecken gilt, dass das Verhältnis entsprechender Seiten gleich groß ist. Toll, damit haben wir eine wunderbare Gleichung aufgestellt. Ein Verhältnis ist hier nichts anderes als eine Division und eine Division ist ein Bruch. Und nachdem ich ein Fan von Brüchen bin, schreibe ich die Gleichung so hin. Wenn man jetzt auf beiden Seiten mit 13,75 multipliziert, dann steht das x links alleine und man erhält, bitte nachrechnen, 32,5 Meter. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen recherchiert, wie hoch er denn nun wirklich ist. Hier eine Publikation über den Obelisken aus dem Jahr 1587, also ein Jahr nachdem er aufgestellt wurde. Der Obelisk hat laut mehreren italienischen Internetseiten eine Höhe von 25 Metern. Mit allem Drum und Dran, also mit Sockel, Grundplatte und Spitze, stolze 40,28 Meter. Eigentlich ist dieser Wert viel zu genau, aber ich habe ihn mal hier eingezeichnet. Wenn also das ganze Bauwerk 40 Meter hoch ist, dann ist dieser Teil hier ca. 34 Meter hoch. Unsere 32,5 Meter sind also wirklich spitze, ein ganz toller Messwert.